Na gut, ich will es euch nicht verheimlichen oder sonst was. Wir kämpfen gegen Krakow. Naja, zumindest gegen seine Vorform erst. Und da müssen wir erstmal warten, bis er hier uns was gibt, womit wir ihn bekämpfen können. Ah, Krakow Junior. Autsch, ich glaube, ich sollte direkt mal loswerden. So, dann kann ich ihn wenigstens besser bekämpfen. So, jetzt schießt er das Ding auf uns und zack. Gut, zwei Treffer noch. Dann zeigt er seine wahre Form. Ein noch. Okay. Da kommst du wieder raus? Nee, noch nicht. So, jetzt aber. Na, okay, das war blöd. Na gut, dann muss ich jetzt wieder warten, bis Krakow mir seine Kugeln zuschießt. Wird er jetzt wohl gleich machen. Ja, oder so. Und zack. Perfekt. So, das war's aber noch nicht. Jetzt kommt richtiger Krakow. Wusch. Und da haben wir ihn. Wie wir ihn kennen und hassen. Wobei in dieser Teil ist er eigentlich nicht so schrecklich. Es gibt Kirby-Teile, in denen Krakow wirklich schlimm sein kann. Eine kleine Anspielung wäre dabei auf Kirby Superstar Ultra. In der neuen Arena kann man gegen dieses Vieh kämpfen. Ich weiß jetzt nicht in welchem Spiel. Ja doch, in den neuen. Jetzt muss ich überlegen, wie der Modus heißt. Obwohl, ich will das nicht spoilern, nee. Naja, auf jeden Fall wird man dort Krakow in einer schwierigen Form begegnen. In Kirby Superstar Ultra. Mehr verrate ich jetzt nicht. Okay. So, gut, das war. Ui! Warum schießt das Ding nach oben, ey? Krakow, du bist feige. Moment, kann ich mich hier in die Ecke stellen, ohne getroffen zu werden? Perfekt. So. Ah, Mensch. Na gut. So, okay, du bist gerade großzügig, Krakow. Okay, wie viele Treffer brauche ich noch? Okay, zwei. Aber ich brauche noch drei, dann bin ich weg. Das heißt, das ist ein. Autsch, unentschieden? Wie auch immer. Okay, komm schon. Gib mir Gegner. So. Und einmal noch. Perfekt. Krakow ist besiegt. Und wir haben Welt 6 geschafft. Ging ja wirklich recht schnell. Und abhauen. Ab zur letzten Welt. Wuhu! Zu Dark Castle. Zum dunklen Schloss. Unser Schloss ist wirklich dunkel. Alles ist lila. Oh Gott. Wer hat hier die falsche Farbe genommen? Naja. Ich glaube, in Schwarz-Weiß sähe das nicht so toll aus. Ich finde das sowieso genial, dass die bei Kirby's Dream Land 2 wirklich eine Super Game Boy-Funktion eingebaut haben. Ja. Für den Game Boy Color gab es das ja noch nicht, weil der Game Boy Color ja, glaube ich, erst 96 rauskam und das Spiel hier kam ja 95 raus. Ja. Finde ich jetzt eigentlich nicht so schlimm. Ich meine, Super Game Boy hat auch schon tolle Farben. Zwar nicht so viele wie der Color, aber es war auf jeden Fall schon eine tolle Innovation zu der Zeit. So. War auf jeden Fall auch schon genial, wo ich dann. Oh nein, 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 nein. Meine ersten Gameboy-Spiele, wow, auf den Super Gameboy gespielt habe. Das sind ja nicht alle unbedingt Super Gameboy kompatibel. Also, na gut, damit meine ich jetzt, dass nicht alle Spiele so ein Super Gameboy Extra Feature haben. Damit. Oh, wir haben das erste Level gleich schon geschafft. Damit meine ich, dass. Wow! Okay, das schaffe ich noch. Damit meine ich halt, dass es halt beim Super Game Boy so ist, dass einige Spiele einen bestimmten Hintergrund haben. Ich kann diesen sozusagen Hintergrund jetzt eigentlich sehen, aber ich habe es halt nicht gebacken gekriegt, den mit einzurahmen, sonst hätte ich den gerne mit aufgenommen. Und zwar sehe ich da jetzt so in der Umrandung Kirby, Ku, Rick und Kain. Kirby mit einem Regenschirm in der Hand und der Hintergrund ist grün-weiß. So quadratisch. Naja, ihr könnt ja euch ungefähr vorstellen, oder sofern ihr es auch mal auf dem Super Game Boy gespielt habt, wisst ihr, wie der Hintergrund hier aussieht.
Ja, finde ich echt schade, dass ich den euch nicht präsentieren kann. Hat zumindest mit den Einstellungen gerade nicht so funktioniert, wo ich es aufnehmen wollte. Und ich hatte keinen Bock mehr da, nee, zu viel Aufwand zu machen. Ich meine, der Rahmen ist bestimmt sowieso weniger interessant in einem Let's Play. Deswegen dachte ich mir, ist das so auch in Ordnung, wie ich das jetzt hier aufnehme. So. Okay, jetzt kann ich mich entscheiden, oben oder unten. Ah ja, das ist diese Kacke. Ja, ich weiß nicht, wie das hier funktionieren soll. Und zwar, ihr seht da die Leben, aber die sind zwar jetzt noch rechts. Aber passt auf, wenn ich jetzt rechts gehe, da befinden sich die Leben, ja. Wie, oder doch nicht? Ah nee, dann ist das erst in einem späteren Level, wo sich die Leben dann wieder auf die andere Seite befinden. Was ich dann richtig frustrierend finde, ich habe bis heute noch nicht herausgefunden, wie man da auf die Lösung kommt, also wie man da überhaupt rankommt. Ich glaube, das ist in Level 6 oder 5 so, wo man das machen muss. Wow, weg hier. Weil diese Glühbirne ist nicht praktisch. Normalerweise könnte ich das jetzt so behalten. Das brauche ich auf jeden Fall für das letzte Level. Diese Fähigkeiten so. So. Zack, zack. Ja, so kann ich jetzt eigentlich die ganze Zeit weitermachen. Bis die... Wow, Krabbe, die Qualle weg ist. Ich würde diese Qualle jetzt mega squishy nennen. Weißt du, auf jeden Fall eine Ähnlichkeit mit squishy. So, und tschüss. Okay, und nun ab ins Ziel. Und hoppsala. Und eine Maxi-Tomate, yay. Okay, Level 2 abgeschlossen. Level 3. Von Welt 7. Wir nähern uns schon bald dem Ende des Spiels. Boah, wie kurz das Spiel echt ist. Wow, verdammter Leck. Okay, jetzt hat's aufgehört. Gut. Das heißt, jetzt kann ich wieder in Ruhe zocken. Frag dich nur, wann wieder dieser Leck kommt. Wow. Ich will's eigentlich gar nicht wissen, aber naja. Ist ja bisher nur zweimal während des Let's Plays aufgetaucht, so ein Lag. Also geht's ja eigentlich. So. 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 Gut. Och, jo, dieser nette Abschnitt. Jetzt darf ich mir gleich aussuchen, welchen Weg ich nehme. Oben, unten oder Mitte. Das Dumme ist, ich kann noch nicht mal nach vorne schauen. Also, noch nicht mal sehen, wo ich überhaupt... Moment, doch, das geht. Jetzt muss ich kurz warten. Okay, hier... Ah! Toll, ich habe keinen verloren. Na egal, den hole ich mir später nochmal wieder. Jetzt muss ich, glaube ich, unten lang. Ja, da ist eine Sackgasse. Aber ich meine, es kommt auch noch so ein schwieriger Part, wo ich wirklich raten muss, wo ich lang muss. Ich glaube, es kommt auch erst in den späteren Levels. Aber es kommt auf jeden Fall noch. So. Na, schade. Hier kann man die Blöcke nicht mit einem Sprung kaputt machen, wie bei... KW 64, oder war es in Curse Screen 3 auch schon so? Ah, Frosty, du bist im Weg. Na gut. Ach, Mist. Nein! Jetzt, oh nein, jetzt weißt du mich. Komm, geh weg. Gib mir einen Eisblock. Perfekt. Wow, wow. Wieder. Oh, da pustet noch Eis nebenher, ey. Der ist doch nicht mehr ganz. Der ist doch echt nicht mehr ganz richtig im Kopf. Oh Gott. Wow! Scheiße. Ah, okay, geschafft. So, Level 3 geschafft. 41 Leben, wow. Na, wir haben es noch mehr. Komm, komm, komm. Ach, schade. Schade, schade, schade.